Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei timetodo.ch. Hallo auch besonders an alle unsere YouTube-Zuschauer und die Zuschauer, die uns jetzt europaweit über den Satelliten Astra mittels einer Satellitenschüssel empfangen können. Ich freue mich, Ihnen heute wieder eine Thematik vorzustellen, die viele Menschen betrifft. Denn wir wissen, das Thema Gesundheit ist ja immer so was, der eine ist gesund, aber wenn ich immer draußen bin und halte mal einen Vortrag und ich frage dann, wer keine Tabletten nimmt, wer keine Beschwerden hat und so, da melden sich von 100% der Anwesenden vielleicht 5%. Es erschreckt mich immer etwas, denn Gesundheit ist die Basis allen Wohlfühlens, aller Lebensqualität und das Größte in der Voraussetzung, um gesund zu sein, ist das Wissen. Und Wissen heißt einfach das, was Time to Do vermitteln will, Informationen, wie Sie sich hilfreich unterstützen können, dass Sie sich wohlfühlen. Ich habe heute einen jungen Mann zu Gast, der mich sehr fasziniert hat. Ich habe ihn kennengelernt auf dem Akasha-Kongress, habe mir seine Produkte angeschaut und was er macht und ein bisschen zugehört, was er gesagt hat. Und da habe ich gesagt, das ist jemand, der muss in meine Sendung kommen, um Ihnen mal Dinge zu zeigen, die Sie vielleicht nicht kennen, aber die doch sehr hilfreich sind für unseren Zustand, den Zustand unseres Körpers. Ich heiße ihn herzlich willkommen, Joshua von Dijk. Hallo Norbert, freue mich, dass ich in deiner Sendung sein darf. Es ist mir eine Ehre. Es ist, Dankeschön. Es ist ganz toll, dass du den weiten Weg, du bist ja jetzt nicht gerade um die Ecke hier. Nee, ja Heidelberg, richtig, Odenwald. Ja, genau, ein Stück gefahren. 4 Stunden, aber war zu ertragen. Ne? Ja, sicher. Schweiz ist schön. Das freut Gut mich. Angekommen. Dankeschön. Du hast uns auch eine Reihe von Produkten mitgebracht. Richtig. Vielleicht erzählst du den Zuschauern erstmal, meine junge Leute in deinem Alter, die machen Computerspiele und beschäftigen sich mit dem Internet und sind die absoluten Freaks in dem Thema. Andere sind fasziniert von Autos und anderen Technologien. Wie kommt so ein junger Mensch wie du dazu, sich mit dem Thema Gesundheit auseinanderzusetzen, mit dem Thema Natur, natürliche Hilfsmittel und so? Was hat dich denn dazu bewogen? Ja, es ist eine lange Geschichte. Ich versuche sie mal ein bisschen kürzer zu fassen. Als Kind bin ich in einer netten Familie geboren worden, die sich da schon immer mit beschäftigt haben. Also ich wurde als Kind quasi mit gesunden Nahrungsmitteln gequält, in der Schule ausgelacht, weil ich das Vollkornbrötchen dabei hatte und keine Cola trinken durfte und dergleichen. Und bin dann mit 17 ausgezogen nach Düsseldorf und habe dann erstmal quasi in Saus und Braus gelebt, habe dann alles das gemacht, was ich als Kind nicht machen durfte, also sprich nur Cola getrunken, Pizza, Pommes, Burger und Co. konsumiert. Und habe dann aber mit den Jahren gemerkt, dass das, was die Mami immer gemacht hat, viel leckerer schmeckt und ich mich auch immer schlechter fühle. Also immer schlapper bin, immer müder bin und habe dann Karriere gemacht als Hotelfachmann. Das war so mein Ziel. Ich wollte Hoteldirektor werden. Das habe ich mit 25 erreicht. Und dann war so ein richtiger Tiefpunkt oder so eine Leere. Jetzt bist du 25, du hast dein Ziel erreicht. Was kommt jetzt? Dass das ganze Leben lang das machen, war für mich unvorstellbar. Und dann zeitgleich war ein paar Jahre vorher, ein, zwei Jahre war es, glaube ich, der 11. September. Und das war für mich wie so ein Wake-up-Call, weil da habe ich quasi das erste Mal so hinter die Kulissen geschaut und habe das so alles in Frage gestellt und bin dann auf die Verschwörungstheorien gestoßen und hat dann quasi erstmal mein ganzes Weltbild geändert. Erstmal, dass ich alles geglaubt habe und mit den Jahren, es kommt dann die Reife und dann weiß man ungefähr, wo ist die goldene Mitte, was es war, was es nicht war. Und ja, also meine Mutter, die ist sehr krank, die hat im Hospiz gearbeitet, die macht Sterbebegleitung, jetzt nicht mehr. Und der wurde dann quasi eine Impfung aufgedrückt von der Hospizleitung und 3 Tage später fing bei ihr Rheuma an, chronische Polyarthritis. Und ja, meine Eltern haben natürlich versucht, da mit den gesunden Sachen dagegen anzugehen, mehr oder weniger erfolgreich. Resultat war, dass mein Papa irgendwann einen ganzen Keller voll hatte mit Cremes, Tinkturen, Kräutern. Und so ist es auch gekommen, dass er auf eine Pflanze gestoßen ist, die nennt sich Zhaogulan, kommt aus China. Und da waren wir total begeistert von. Die kannte niemand in Deutschland, hat er in Amerika entdeckt, per Zufall. Und dann wollte der Nachbar was, dann wollte der Freund was, der Onkel was. Und irgendwann hat er mich in Düsseldorf angerufen. Ich war total verzweifelt im Hotel, ich brauche irgendeine Berufung. Was ist meine Berufung? Und habe mir dann selber Webdesign beigebracht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich ihm einen Webdesign-Shop machen könnte, also einen Webshop machen könnte. Und habe ich dann gemacht, ihm zu Weihnachten geschenkt. Und irgendwann bin ich mit ihm besuchen gekommen und habe ich gesehen, wie mein Papa jeden Tag 20, 30 Päckchen packt.
und diesen Jaugulan-Tee verschickt. Und ich selber habe mich immer noch gefragt, ja, was kann ich machen, was ist meine Berufung? Und dann habe ich geschlafen und dann hatte ich einen Traum. Da war mein Vater vor mir gestanden und sagte, Joshua, komm, komm, komm. Ja, und das war dann wie so der zweite Wake-up-Call, wenn ich am nächsten Morgen ins Hotel gegangen, wo ich da gearbeitet hatte, habe dann gekündigt, gesagt, ich gehe zu meinem Papa, ich helfe dem. Ja, und dann kam eins nach dem anderen, ne? Wenn man jetzt, das ist schon 12 Jahre her, wenn man dann im Beruf ist, jeden Tag x 50, 60 Telefonate hat und über die Kunden und über Bücher und Seminare, Fortbildungen, ja, eignet man sich eine unheimliche Menge an Wissen an. Und diese Wissbegierde, die ich quasi nach dem 11. September entwickelt habe, wo ich alles genau wissen wollte, die hat sich dann übertragen dann, auf solche Sachen, eben auf Gesundheit. Und ja, so bin ich dazu gekommen. Und mittlerweile ist dieses kleine aus dem Wohnzimmer entstandene Unternehmen von meinem Papa eine größere GmbH geworden. Wir haben einige Mitarbeiter, verschicken so um die 100 Päckchen am Tag und haben eine riesengroße Palette an verschiedensten Produkten aus der ganzen Welt. Teils von meinem Papa gefunden, teils von mir gefunden. Also ich reise dann durch die Gegend. Und das heißt so ein bisschen Indiana Jones Feeling. Richtig, da. Genau so war es. Bin ganz allein nach Indien, nach China und richtige Abenteuerreisen hinter mir. Und guck halt auch da, wo kommt das Zeug her? Also wo kommt das Moringa her? Wo kommt der Jaugulan her? Wo kommen die Vitalpilze her? Wer steckt dahinter? Was sind das für Leute, die das machen? Und ja, und lernt dadurch natürlich auch. Und, ist ja auch wichtig, wie wird es verarbeitet? Richtig. Man hört ja da immer so Storys, die werden auch teilweise gezielt als Irrstory verbreitet, dass die Leute da irgendwo Angst davor kriegen. Richtig. Als wenn da irgendwas reingemischt würde, ja. Oder so. Aber ich weiß es auch von anderen Produzenten. Indien ist mittlerweile ein Land, wo sehr sorgfältig, auch glaubensbedingt sehr sorgfältig mit den Pflanzen umgegangen wird, wo also keine Industriedünger verwendet werden und solche Dinge. Prüfst du die Sachen so genau? Ja, das ist es. Also Indien ist, was Naturheilmittel oder Stoffe angeht, ein bisschen kompliziert, weil das Land sehr verdreckt ist leider. Das Bewusstsein für organische Landwirtschaft, für ökologische Landwirtschaft ist noch nicht so groß. Also unser Moringa-Farmer zum Beispiel, der hat sehr viele Probleme allein mit dem Wasser, was er für die Pflanzen nimmt, zu gießen. Das ist schon so belastet gewesen, dass er das extra anfahren muss. Ist nicht ganz ohne Indien, auch dadurch, dass die ein ganz anderes Bewusstsein haben für Hygiene oder dergleichen, muss man da ganz genau gucken, von wem bekommt man das und von wem nicht, weil sanitäre Anlagen und dann haben die auch bestimmte Glaubensansätze. Da gibt es dann Tempel, da leben dann zigtausende Ratten und die Lebensmittel werden da verteilt. Also es ist, muss man aufpassen mit indischen. Also braucht man gute Lieferanten, gute Hersteller, die quasi europäische Hygienestandards oder unsere Vorstellungen da auch übernehmen und auch anbieten. Ja gut, wenn ich das immer sehe, wenn die, glaube ich, einmal im Jahr im Ganges baden, dann würde ich im Leben nicht reingehen. Nee, die trinken das sogar. Ja. Aber man weiß es ja, dass die sind wahrscheinlich resistent dagegen, weil die damit aufwachsen irgendwo. Wenn wir da als Europäer reingehen würden, wird wahrscheinlich alle Krankheiten kriegen, die man sich so vorstellen kann. Ja. Und andere Länder, andere Sitten, das trifft da auch zu. Aber was mir gefällt, ist, dass du da hingehst vor Ort, dir wirklich anschaust, dir keine Geschichten erzählen lässt und alles wird in schönen bunten Prospekten immer toll dargestellt und genau schaust, was wird da gemacht, wie wird geerntet, wie wird verarbeitet. Und wir wissen das von vielen Dingen. Kokosfett zum Beispiel wissen die Menschen nicht, wo der Unterschied ist von Rohkost, Kokosfett oder verarbeitetes, pasteurisiert. Wenn das gekocht war vorher, ist die Wirkung zu 90% kannst du das vergessen. Genau. Also es gibt schon immer die Unterschiede und deswegen sage ich auch meinen Zuschauern, Wissen ist die Voraussetzung für Gesundheit, wenn sie das Wissen nicht haben über die Stoffe, über die Kräuter. Erinnern wir uns zurück zu Zeiten von Hildegard von Bingen, eine Klosterfrau, die angefangen hat, sich mit Kräutern und deren Wirkungen zu beschäftigen. Teilweise Dinge, die zu 90% heute noch gültig sind. Oftmals muss man die Dosierung an unsere belastete Welt ein bisschen anpassen. Aber schon damals wusste man, was die Natur uns geben kann und Sie wissen es, 80.000 Stoffe hält die Natur bereit, um den menschlichen Körper zu gesunden oder in der Gesundheit zu erhalten.
Wenn wir uns darauf verlassen, dann haben wir auch eine stehende Gesundheit. Ich sage immer den Leuten, ich versuche das in meinem Leben. Es ist nur eine Frage, wir müssen ein bisschen unsere Gewohnheiten und unsere Bequemlichkeit unter die Lupe nehmen und plötzlich funktioniert es auch. Und wenn wir das tauschen gegen ein gesundes und voller Lebensfreude steckendes Leben, da ist dann der Tausch gut. Dann bin ich lieber bei ein paar Umwege und ein paar Sachen, die unbequem sind, aber ich habe das Richtige. Schau mal doch mal rein. Du hast uns auch ein paar Bilder mitgebracht, wo du unterwegs warst. Du hast eben von einer Pflanze gesprochen, Zhaogulan. Zhaogulan kommt, glaube ich, nur in China vor, wenn ich mich recht orientiert habe. Die wächst auch in anderen asiatischen Ländern, Thailand oder dergleichen, aber das ursprüngliche Land ist eigentlich China. Mhm. Ist von da aus dann nach Japan weitergegangen, dann nennen sie es Ancharu. Und kam dann eben mit meinem Papa, er war einer der Ersten, vielleicht sogar der Erste, das kann man nachher schwer rausfinden, wer es jetzt wirklich nach Europa gebracht hat. Er hat es zufällig im Internet in Amerika entdeckt, da hat es schon Wellen geschlagen. Er hat dann die ersten 100 Kilo quasi aus China importiert und so fing das dann an. Ja, es ist ein ganz tolles Kraut, nennt sich auf übersetzt ins Deutsche Kraut der Unsterblichkeit. Das haben wir hier in diesem Größen in 100 Gramm und da brüht man sich einen Tee auf. Oder mittlerweile, was auch ganz toll ist, es gibt ganz viele Gärtnereien in Deutschland, auch in der Schweiz, die bieten die Pflanze an. Also man kann sich das auch zu Hause selbst anbauen und ist leider nicht winterhart. Das ist der einzigste Nachteil. Und man kriegt auch nicht so die Mengen raus, die man jetzt bräuchte, um wirklich jeden Tag davon einen leckeren Tee zu trinken. Aber wenn man sich so die Blätter so nimmt und den Salat tut, den Smoothie, absolut genialer Geheimtipp, kann ich nur jedem empfehlen. Und ansonsten eben der Tee, weil bestimmte Stoffe, die sind wasserlöslich und brauchen die Hitze. Und deswegen ist der Tee auch sehr empfehlenswert und hat unheimlich viele großartige Wirkungen. Also wir kriegen da die tollsten Feedbacks von unseren Kunden. Was schreiben die Kunden? Wie wenden sie es an? Also in der chinesischen Medizin oder auch in der europäischen sagt man, das ist ein Adaptogen. Adaptogene, das sind Stoffe, die wirken ausgleichend auf den Körper, aber auch auf den Geist. Also wir haben viele Meditationsschulen und Yogaschulen, Kampfsport-Dojos, die Zhaogulan bei uns einkaufen. Er wirkt sehr ausgleichend und das auf vielfältige Weise. Also wir haben Feedbacks von unseren Kunden, Bluthochdruck, diese ausgleichende Wirkung ist, hat jemand einen zu hohen Blutdruck, dann pegelt er sich runter ein anscheinend. Zu niedrig. Niedrig geht er hoch, Cholesterinwerte, Fettwerte, Blutzucker, Herz-Kreislauf-Geschichten, also sehr vielfältig. Man muss ihn halt aber auch regelmäßig trinken, weil die Wirkung, die baut sich schleichend auf. Es ist nicht wie eine Kopfschmerztablette, ich trinke jetzt eine Tasse Tee und Thema erledigt, sondern es ist ein regelmäßiger Konsum. Also die meisten Heilpraktiker und Naturheilärzte, die mit Zhaogulan arbeiten, die empfehlen so 1 Liter täglich. Kann man über den Tag verteilt trinken. Ich mache mir mal eine Thermoskanne, die steht bei mir im Büro und dann trinke ich den halt tassenweise. Und das Schöne daran ist, er schmeckt unheimlich gut. Er hat eine leichte Süße im Geschmack. Also es ist kein so ein gesunder Tee. So ein bitter, so ein... Genau, wo man sich dann ja jeden Tag zu zwingen muss. Ach, ich will ja was für meine Gesundheit machen, dann trinke ich den jetzt mal. Ja, aber es ist, also für mich ist er sowas wie Kaffee geworden. Also auch ein Genussmittel. Und das Schöne ist halt, du hast noch die positiven Nebeneffekte, dass dein Körper und Geist ins Gleichgewicht kommen. Das ist was ganz Schönes. Ja, das sind immer Dinge, wo ich sage, auch den Zuschauern ganz genau, was sie hier hören, sind keine Heil- oder Gesundheitsaussagen. Das sind Erfahrungswerte, die Menschen mit dem Tee machen. Das ist alles immer sehr subjektiv zu sehen. Jeder Mensch ist anders. Jeder lebt in anderer Umgebung, hat eine andere Belastung, hat andere Voraussetzungen. Und diese Dinge, wie dieser Zhaogulan-Tee, der unterstützt und ist hilfreich für den Körper. Und genau so muss man das auch werten. Und da ist es auch wichtig, so eine gewisse Disziplin zu halten und zu sagen, wenn ich das schon anfange, dann reicht nicht, wenn ich einmal in der Woche eine Tasse trinke. Das wissen wir von vielen anderen Naturmitteln, auch Globulis oder Schüsslersalze müssen sie regelmäßig nehmen, weil der Körper uns Prozessen unterworfen und hat keine Ein- oder Ausschalter. Also wenn Sie sich für sowas entscheiden, dann machen Sie es so, wie es der Joshua eben geschildert hat, machen Sie sich eine Thermoskanne, trinken Sie den über mehrere Wochen und wann merkt man die Wirkung? Also bei mir habe ich es gemerkt, so nach 3 Wochen habe ich plötzlich gemerkt, dass ich zum Beispiel wieder viel entspannter schlafe oder ich hatte mal eine Zeit lang, bin ich sehr unter Druck gestanden, was das ganze Fernsehthema betrifft, Nackenverspannungen gehabt.
nach 3 Wochen plötzlich waren die weg, waren einfach weg. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also die Feedbacks, die wir von unseren Kunden kriegen, die sind, also das müssen wir manchmal schon auch selber schlucken und denken, ist das jetzt vielleicht Suggestion oder dergleichen, weil das ist schon zu toll. Aber ja, also im Großen und Ganzen die sehr empfehlenswert. Also kann ich nur jedem ans Herz legen, Jaugulan zu trinken. Das ist für mich fast schon eine heilige Pflanze und auch für unsere Familie oder für unser Unternehmen ist das eben quasi der Startschuss gewesen. Mhm. Und da steckt unser ganzes Herzblut dahinter und ja, also ist auch nach wie vor, auch jetzt nach 10 Jahren, immer noch mein Lieblingsprodukt. Und, schön. Deswegen bin ich auch, das war auch die erste Reise, bin ich damals auch nach China geflogen, um zu gucken, wer baut ihn für mich an. Also es war ein langer Prozess auch, die richtigen Farmer zu finden, den richtigen Zwischenhändler zu finden, der quasi für mich das in China auch mitorganisiert. Es ist nicht immer einfach mit Chinesen, da treffen zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Dann schauen wir uns doch einmal ein paar Bilder an. Gerne. Wir haben jetzt hier eines. Was sehen wir denn da? Da sehen wir einen Mitarbeiter von der Firma, die mit mir zusammenarbeitet. Das ist der Mann, also die Frau von ihm ist die Geschäftsführerin von meinem Partner, Firma in China. Und da waren wir essen, das war der erste Tag nach meiner Ankunft. Da haben sie mich gleich in ein Restaurant mitgeschleppt. Und dann essen die dort einen sogenannten Hot Pot, nennen die das. Das ist kochendes Wasser. Und das Besondere daran ist jetzt, dass sie da eine Melone ausgehöhlt haben. Und dann kommen da alle möglichen Zutaten rein. Auch für uns Europäer manchmal nicht so leckere Sachen. Mir hat nicht alles geschmeckt. Also waren Hühnerfüßchen und solche Sachen dabei. Also, muss man mögen oder muss man offen für sein. Ich habe es alles probiert. Und das Besondere eben, das war für mich dann, ich wusste es zwar, aber nicht so in dem Sinne, die machen da auch Jaugulan rein. Das heißt, sie tun das auch wie in, wenn wir Gemüse wie machen? Wie ein Gemüse, wie Spinat oder dergleichen. Die, mischen die das einfach dazu, köcheln das mit? Köcheln das rein, machen damit quasi einen Spinat oder es ist dann so, ja, so ein grüner Gemüse, schwer zu Eintopf. Eintopf, genau. Ja. Und da ist halt dann noch andere Sachen da drin, Karotte und Hühnchen. Und war für mich auch sehr interessant, weil es schmeckt auch unheimlich lecker. Also für die ist das nicht nur ein Tee, die nehmen den auch ganz normal als sättigendes Gemüse oder dergleichen. Und, auch spannend. Ja, war für mich sehr spannend. Dann schauen wir mal weiter. Ja, das ist unsere zwei Farmer. Die durfte ich leider nicht fotografieren, weil die haben sich so geschämt. Das sind sehr ärmliche Leute, kochen wirklich noch auf Feuer. Es ist mitten in der Pampa. Also man muss sich vorstellen, die Leute denken immer, oh, es kommt aus China, oh mein Gott, wir werden alle sterben, alles pestizidverseucht und Umwelt, oh, katastrophal. Ich habe China auch so erlebt, aber eben auch ganz anders. Also wir sind 3 Stunden Autobahn lang gefahren in die Pampa rein und uns kam kein einziges Auto entgegen. Und dann sind wir mal in der Stadt vorbeigefahren und die sah aus von der Skyline wie Frankfurt. Und da habe ich dann die Chinesen gefragt, ja, was ist denn das für eine Stadt? Keine Ahnung, kennen wir nicht. Also ganz andere Verhältnisse wie bei uns in Europa. Und dann sind wir irgendwann angekommen in den Bergen und da war es so eine Art Bergdorf. Ja, das ist jetzt Jaugulan, wie er getrocknet wird. Und die, wie gesagt, die kochen noch auf Feuer und sehr ärmlich, haben ganz schlechte Zähne gehabt und deswegen durfte ich sie nicht fotografieren. Und dann habe ich sie so, während die am Sprechen waren, so heimlich fotografiert. Deswegen ist das Foto auch nicht so toll geworden. Ja, und das ist jetzt das Jaugulan, wie es getrocknet wird. Also die Farmer, die ernten das. Das Besondere ist, es gibt mehrere Qualitätsstufen beim Jaugulan. Und zwar gibt es einmal das Jaugulan für Arme, nennen die Chinesen das. Das ist der untere Teil der Pflanze. Mhm. Das sind sehr große Stängel und große Blätter. Schmeckt sehr bitter, ist nicht besonders lecker. Der wertvolle Teil für die Chinesen, das ist der obere Teil. Das ist ähnlich wie bei einer Teepflanze. Da ist auch der oberste Teil der wertvollste Teil. Das sind die jungen Triebe und die jungen Blätter. Und genauso ist auch der Jaugulan von uns. Wir lassen nur den oberen Teil ernten. Den unteren Teil verkaufen die Farmer auf den chinesischen Binnenmarkt. Okay. Der obere Teil kommt zu uns. Und das wird dann geerntet. Und dann bringen die das in ein Gebäude. Da wird von außen Feuer gemacht. Das haben wir vorher auf dem Bild gesehen. Und innen im Gebäude ist eine Trommel und die heiße Luft vom Feuer kommt an diese Trommel. Die Trommel dreht sich und das Jaugulan wird so getrocknet. Also es ist kein Rohkostartikel, sondern es ist erhitzt, aber die Wirkstoffe sind trotzdem erhalten. Also es ist die traditionelle Trockenmethode von Tee. Das ist das Feld von uns. Also wir haben ein eigenes Feld mittlerweile, also am Anfang nicht. Das haben wir jetzt seit ungefähr 6 Jahren.
einfach um auch die Qualität gewährleisten zu können, garantieren zu können. Ich muss auch sagen, wir mussten unseren Farmer auch erziehen. Also jede Ernte, die bei uns nach Deutschland kommt, die geht ins Labor. Und die ersten Jahre haben wir leichte Pestizidrückstände gefunden gehabt. Da mussten wir ihm auf die Finger klopfen. Aber es war ein Lernprozess, mittlerweile weiß er es. Er kann an uns gutes Geld verdienen, wenn er sich an die Regeln hält. Und er kriegt auch mehr, als wenn er es auf dem chinesischen Binnenmarkt verkauft. Dann ist das ja interessant für ihn. Genau, deswegen nimmt er die Ernteverluste in Kauf. Weil Zhao Gulan ist, ja, das ist Mr. Chang, das ist mein Partner. Der koordiniert das alles für mich in China. Der geht auch immer zu dem Farmer hin. Er hat es auch für mich übersetzt. Also ich kann jetzt nicht tausendprozentig garantieren, dass die Farmer wirklich auch gutes Geld kriegen, aber ich habe es aus der Körpersprache. Ich habe ihn dann gefragt, sag bitte den Farmern, verdient er gut, seid ihr mit uns zufrieden? Und so wie die mit mir kommuniziert haben, war das für mich verständlich, dass die dass auch fair auch bezahlt für werden. Die was hängen bleibt, genau. Das ist die Frau, auch heimlich fotografiert. Ich habe dann quasi aus dem Rücken fotografiert. Also wenn man auch die Bilder sieht mit den Strohhüten. Ja, ich glaube, die gab es vor 50 Jahren schon, die gleichen Bilder. Ja. Und hat sich auf dem Land nicht besonders viel verändert. Hat sich nicht geändert, wenn man Beijing oder Peking sieht, richtig, oder Hongkong oder Shanghai, das sind alles Metropolen, die Wahnsinn, mit New York, was weiß ich, Tokio, Frankfurt gleichzusetzen sind. Definitiv. Aber kaum geht man raus aus diesen Metropolen. Ich war ja auch jahrelang in China als Einkäufer tätig und ich habe das auch erlebt, dass irgendwann die Straße aufhört und plötzlich nur noch ein Holperweg, richtig, und dann Fabrik, also sagen die Fabrik dazu, ist aber bloß ein Erdboden drin mit ein paar Holzblöcken, steht ein Dach drüber und die Leute arbeiten alle auf dem Boden, aber Hunderte in so einer Halle und am Schluss kommt das Produkt raus, was am Schluss bei uns im Supermarkt steht. Richtig. Es ist schon verrückt, wenn man das so ein bisschen kennt. Ja, ja, das ist der da frisch haben wir geerntete, jetzt noch mal. Genau, ja, das ist die Pflanze, die Zhao Gulan Blätter. Und quasi bevor die jetzt zum Trocknen in die Trommel kommen. Das ist, wenn er dann fertig getrocknet ist, dann wird er noch per Hand, werden dann die Stängel aussortiert und er wird gesiebt, mit so Art Bambusschalen sind es. Und da werden nochmal die gröberen Stängel aussortiert. Also es ist unheimlich viel Handarbeit auch dahinter, dass wirklich, weil die Stängel haben am wenigsten Wirkstoffe, die Wirkstoffe sind in den Blättern, und die Stängel schmecken auch bitter, dann schmeckt der Tee auch nicht mehr so lecker. Und da, das heißt, es wird da wirklich aussortiert und nur die Blätter werden rausgenommen. Aha. Das ist jetzt ein Sprung in einen anderen Kontinent, das ist Indien. Da war ich auf der Moringa Farm, Biofarm, biozertifiziert, und wenn man da quasi ankommt, dann wird man erstmal beschenkt und gesegnet und dann habe ich diese Blüten um den Hals gekriegt. Ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie Hawaii, ne? Richtig. Und es waren dann so Mandalas auf dem Boden gemalt. Ich habe eine Zitrone in die Hand bekommen. Muss jetzt leider gestehen, ich habe vergessen. Ich habe gefragt, wofür ist jetzt die Zitrone? Weiß ich nicht mehr. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Ach, da steht sogar, glaube ich, Welcome da unten. Genau. Das waren dann die Mitarbeiter von der Moringa Farm. Die haben dann diese Mandalas für mich gemalt. Überall. Also wir haben drei verschiedene Anbauflächen angeguckt. Da waren immer verschiedene Mitarbeiter. Und auf jedem waren dann diese Mandalas und da haben sie Kokosnüsse geköpft und dann wurde das irgendwie noch mit Kerze. Also ist alles eben aus ihrem religiösen Bild. Das sind meine Partner in Indien. Jetzt da sind wir wieder in China. Also, dass man eben so, wie ich unterwegs bin. Also das, was für die Zuschauer jetzt spannend war natürlich, das heißt, das ist nicht alles nur, man importiert nicht einfach am Telefon, am Computer, bestellt da mal irgendwas, sondern ihr geht wirklich nachhaltig zur Sache, ihr geht vor Ort, ihr schaut euch vor Ort die Produktionen an. Und du hast von zwei Produkten haben wir jetzt gesprochen, einmal dieser Zhao Gulan und einmal Moringa. Moringa, genau. Auch Moringa, mein, der Baum wird ja als der Lebensbaum, richtig, wenn man da im Internet recherchiert, da werden ja unglaubliche Wirkstoffe und Möglichkeiten vorausgesagt. Und es ist auch so, also das sind die beiden Dinge, die ich im Tee mische, Moringa und Zhao Gulan. Und gut, ich trinke am Morgen nur eine Tasse, weil ich parke für mich Wasser. Ja. Das ist das wichtige Thema. Und abends dann eine Tasse, aber ich muss sagen, ich merke die Wirkung. Mhm. Und ich muss sagen, ich liebe den Geschmack. Mhm. Ich weiß, es ist kein Päckchentee, den ich heute in jedem Discounter kriegen kann, wo eigentlich für unsere Verständnisse, wenn du mit dem Tee nach Asien oder nach England gehst, lachen sie dich aus, was wir hier trinken. Richtig. Weil es alles nur der gemahlene Abfall ist im Prinzip, was in diese Tütchen da rein
reinkommt. Aromastoffe. Und ja, alles Mögliche wird reingemischt und dann manche der Plastik sind mittlerweile diese Dinger nicht mehr Papier, sondern Plastik sogar. Mhm. Jetzt kriegen Plastiknetze. Jetzt hängt man sich ein heißes Wasser, Plastiknetze. Jeder weiß, wie viel Plastik, wenn es erhitzt wird, Stoffe abgibt ins Wasser. Also alles so Unsinnsgeschichten. Tee sollte man relativ natürlich, nach wie vor habe ich ein metallenes Teesieb, wobei das Metall nur Edelstahl ist, also nicht verzinkt, auch da keine Giftstoffe. Dort kommt der Tee hinein und vor kurzem hat mir sogar einer gesagt, es gibt es jetzt sogar als Rheinmetall vergoldet, das wäre noch besser, Gold, Aurum, hohe Schwingung gleichzeitig im Wasser. Also machen Sie sich Gedanken über Ihr Leben, denn Sie haben nur eins und wenn wir da sehr oberflächlich damit umgehen und der bequeme Supermarkt mit dem Tiefgaragenparkplatz und dem Wagen direkt von der Kasse ins Auto, gut, hat ein bisschen Zeitvorteile und ich muss mich nicht groß orientieren, aber Gleichgültigkeit und Oberflächlichkeit hat noch nie zu einem guten Ergebnis geführt. Das, was der Joshua da macht, finde ich faszinierend und ich muss auch sagen, meine Hochachtung, Dankeschön, dass du da wirklich so durch die Welt dich bewegst, um die Dinge zu holen, die wirklich zum Vorteil der Menschen sind. Ja, das sind Lebensmittel, ne? Mittel zum Leben. Ich nehme die selber auch. Siehst auch gesund aus, muss man auch sagen. Ja, da wäre ich ja schön blöd, wenn, da muss man, da steht unsere Familie dahinter. Und dann ist es das A und O, dass das auch gute Produkte sind. Und deswegen kaufe ich nicht einfach irgendwas ein, ungeprüft und verkaufe es weiter, sondern ich stehe da mit meinem Namen. Und fällt auch alles auf mich zurück. Also ich glaube an Karma und Energie und dergleichen. Und wenn ich das jemandem gebe, dann möchte ich das Beste für diesen Menschen. Und es kommt von mir, von meiner Persönlichkeit und deswegen muss es gut sein. Weil ich bin kein Geschäftsmann, im gewissen Sinne schon, aber das ist eher der Teil, der dazugehört. In erster Linie sehe ich mich eigentlich eher als jemanden, der ja, anderen Menschen der helfen möchte, unterstützen möchte und auch Besonderheiten eben finde. Und ich glaube, du fühlst dich auch jetzt mehr in deiner Berufung als vorher absolut. Als Hoteldirektor. Ja, absolut. Also Hoteldirektor war eine tolle Schule, sage ich mal. Ich habe viel gelernt, auch gerade was Kundenservice und mit Menschen umzugehen, war erstklassig, aber das ist meine Berufung. Also da gehe ich voll fühlst auf. Fühlst dich auch wohl drin, ne? Absolut. Ich stehe hinter jedem Produkt und und das Schöne ist, es war so schwer, diese Findungsphase etwas zu finden, wo man wirklich sagen kann, wenn man sich mit diesen ganzen Verschwörungstheorien und mit Spiritualität beschäftigt, etwas zu finden, wo man kein schlechtes Gewissen hat. Und das hatte ich in der Hotellerie, weil wir mussten dann zu Messepreisen Zimmer zu exorbitant teuren Preisen verkaufen, haben uns überbucht, die Gäste sind dann gekommen, wir hatten einen Wasserschaden. Und das hat mir immer so wehgetan im Herzen. Ne? Diese Lügerei. Als ich Hoteldirektor geworden bin, wie ich mit meinen Mitarbeitern umzugehen hätte. Ich habe dann die Dienstpläne so geschrieben, dass die Leute schön frei haben, wie sie es brauchen und am Stück. Und da hat mein Manager von der Hotelkette gesagt, so geht das nicht. Die müssen am besten 6 Tage die Woche arbeiten gehen können. Das konnte ich einfach nicht. Ne? Und dann, jetzt habe ich quasi etwas, ich habe mit meinem Vater zusammen die Firma. Ich kann mit den Mitarbeitern genauso umgehen, wie ich es mir immer gewünscht habe und verkaufe Produkte, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen. Im Gegenteil. Das ist eine schöne Voraussetzung. Wir werden uns gleich nach der Werbung nochmal mit den Produkten beschäftigen, wie Sie sie, in welchen Größen es sie gibt und wie Sie sie bestellen können. Wir gehen noch auf 2 andere Dinge ein. Einmal steht das hier vor uns und einmal steht es unten. Was das ist, erfahren Sie gleich nach der Werbung. Ina Karp, die Internationale Akademie für Regulationsmedizin und Bewusstseinsforschung, ist erstmalig zum Auftakt in das Jahr 2017 auch in der Schweiz vertreten. In unserem Analysetag am 28. Januar geben wir Ihnen die einmalige Gelegenheit, unsere aus der bemannten Raumfahrt gewonnenen Erkenntnisse kennenzulernen und selbst auszutesten. Im Seminarhotel am Ägerisee möchten wir demnächst auch Ihnen wertvolle Einblicke in viele unserer Systeme bieten. Nutzen Sie hierfür die Gelegenheit, sich ganzheitlich vor Ort diagnostizieren zu lassen und optional auch eine persönliche Auswertung von Professor Edinger zu erhalten. Maßgeschneiderte Behandlungskonzepte machen bei uns da weiter, wo die klassische Schulmedizin an ihre Grenzen stößt. Die Herzfrequenzanalyse ist weltweit eine der wichtigsten Verfahren in der Kardiologie.
Ohne die Untersuchung der individuellen Stressbelastung wäre die bemannte Raumfahrt gar nicht erst möglich. Mithilfe genauester Messungen schafft der Bioscan in kürzester Zeit eine umfassende Analyse von bis zu 300 Parametern, darunter vor allem Werte zu Aminosäuren, Hormonen, Vitaminen, der toxischen Belastung und vielen weiteren organischen Prozessen. 22 Messwerte am AMSAT-System erlauben präzise Aussagen über Hyper-, Normal- und Hypofunktionen eines jeden Organs und ist trotz vieler Ähnlichkeiten mit dem MRT, diesem aber durch seine zusätzliche Organfunktionsmessung überlegen und genießt eine hohe funktionelle Bedeutung in über 60 Ländern. Nutzen Sie die Gelegenheit, unseren exklusiven Analysetag live zu erleben. Infos und Anmeldungen nehmen wir gerne über Telefon entgegen unter 02228 913450. Ina Karp, vom Weltraum in die medizinische Praxis. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück nach unserer kurzen Unterbrechung. Bei mir im Studio heute Joshua van Dijk, ein junger Mann, der sich der Natur und den Produkten, die für den Menschen hilfreich und wohltuend sind, verschrieben hat. Wir haben in der ersten Hälfte viel über Jiao Gulan und ja. Moringa gesprochen. Meine Frage jetzt hierzu, wie können die Zuschauer es kriegen? Du hast einmal den Tee gezeigt in einem 100-Gramm-Beutel. Genau, das ist noch wichtig dazu zu sagen. Also wir sind jetzt hier in der Schweiz, ihr dürft den als Tee verkaufen. Mhm. In Europa wurde er als Novel Food eingestuft. Also alles Gute, was wirklich was bringt, wird verboten. Wir müssen den Jiao Gulan seit 2012 als Duftblätter verkaufen. Also muss man sich mal in den Kopf greifen, in was für einer Welt wir leben. Es steht ganz groß hinten drauf auf dem Etikett, nicht als Lebensmittel geeignet, nicht zum Verzehr geeignet. Und wir waren mit unserem Unternehmen, waren wir auch bis Karlsruhe, also in der dritten höchsten Instanz der Gerichtsbarkeit in Deutschland, haben gegen diese Urteile der EU und der Bundesrepublik Deutschland Einspruch eingehoben. Und wurden immer niedergeklatscht. Also wir hatten richtig tolle Anwälte auch. Wir konnten alle Auflagen erfüllen oder vorzeigen, dass es eben kein Novel Food ist. Novel Food heißt neuartiges Lebensmittel. Es bräuchte erst eine Zulassung. Deswegen, wir dürfen ihn nicht als Tee verkaufen. Es sind Duftblätter in Anführungsstrichen. Es ist das gleiche wie mit Stevia. Stevia war so lange verboten, bis irgendwann ein schöner, großer, industrieller Hersteller da ein Patent drauf hatte, auf dieses Extrakt. Aber da wird es genau das Gleiche sein, haben unsere Anwälte auch gesagt. Wundert euch nicht, wenn irgendwann ein Medikament oder was auch immer aus Jiao Gulan gefertigt wird und dann hat das eine Zulassung und ihr dürft weiter nur die Duftblätter verkaufen. Das war irre. Das ist leider in unserer Welt so und das hat auch mit richtig oder gerecht nichts mehr zu tun, denn dort wird nur Konzernpolitik betrieben und die Firmen, die sich heute Gerichte nennen oder die Gerichte, die heute Firmen sind, die unterstützen das und versuchen natürlich immer in der Lobbyismusgeschichte in Richtung der Konzerne zu arbeiten. Wir haben da vieles schon drüber berichtet, über solche unsinnigen Dinge, was überall verboten wird. Mittlerweile will man ja über den Codex Alimentarius, das ist auch so eine unglaubliche Geschichte, Heilpflanzen verbieten. Man will sogar Privatleuten untersagen, dass sie Heilkräuter oder Heilpflanzen in ihren Gärten anbauen dürfen. Also alles Dinge, die natürlich in eine gewisse Richtung zielen, wo der Mensch abhängig gemacht werden soll. Dagegen gilt es auch aufzustehen und alle die, die sich da berufen fühlen dazu, sollen ihre Meinung kundtun. Das geht an Ihre Abgeordneten, an Ihre Parlamentarier. Schreiben Sie den Leuten immer wieder, bestehen Sie und beharren Sie darauf. Fragen Sie die Menschen, warum sowas gemacht wird. Die halbe Welt trinkt das als Tee, nur in der EU scheint es ein Gift zu sein. Deswegen muss man das draufschreiben. Ist natürlich, ja, ich möchte mal da mich nicht näher drauf einlassen, eine Geschichte, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Sie können es als Duftblätter bestellen oder als Dekoblätter und können dann damit zu Hause tun, was Sie möchten.
Das ist in 100-Gramm-Beuteln. Moringa dürft ihr noch verkaufen? Dürfen wir noch verkaufen, haben wir im Moment nicht im Sortiment. Bedingt dadurch, wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten mit unserem Lieferanten in Indien. Mit Salmonellen haben wir entdeckt und dergleichen. Also wir suchen jetzt noch einen neuen Lieferanten. Also meine Reise nach Indien war leider jetzt nach 2 Jahren umsonst, weil die Qualitätsstandards einfach nicht gefruchtet haben, die wir uns vorstellen. Und bin da aber schon wieder am neuen Projekt dran, mit einem afrikanischen Moringa Pharma. Und das wird aber noch eine Weile dauern. Also bei uns dauert so ein Produkt, hat so ungefähr 1 bis 2 Jahre Vorlaufzeit. Bis es steht, aber wenn es steht, dann kann man sich auch als Konsument darauf verlassen, dass es die beste Qualität ist. Genau so ist es. Also im Moment gibt es bei uns kein Moringa, aber kommt bald wieder, weil Moringa ist auch eine ganz, ganz tolle Pflanze und müsste im Moment noch woanders besorgen. Wissen die Zuschauer, gibt es als andere Abreichungsformen wie Kapseln, können sie auch bei uns im Shop finden. Aber besser ist es natürlich frisch und als Blatt und dann als Tee mit Wärme. Eine Kapsel ist immer verarbeitet, wieder verarbeitet, zerkleinert und so weiter. Die häufig Time to Do schauen, die wissen über Moringa schon Bescheid. Aber jetzt haben wir da auf dem Tisch noch was ganz anderes stehen. Ja. Fangen wir mal hier oben an. Da sehe ich so große Kübel und Tüten mit weißen Kristallen drin. Es sieht aus wie Halitsalz, so auf den ersten Blick in der Größe für eine Salzmühle. Ist es aber nicht. Nein. Was habe ich hier in der Hand? Das ist was ganz, ganz Spannendes. Das ist Magnesiumchlorid. Chlorid ist Salz. Okay. Und Magnesium kennt ja jeder, super wichtiges Mineral. Eine Entdeckung von meinem Papa, zufällig. Mein Papa ist Holländer und hat das bei seinen Verwandten entdeckt und hat gefragt, was habt ihr denn da im Bad stehen? Die haben sich dann halb schlapp gelacht. Du als Naturmittelhersteller, warum kennt ihr das nicht? Das gibt es in Holland wirklich in jeder Drogerie, in jeder Apotheke. Ist da ein ganz normales Alltagsprodukt. Und wir in Deutschland, wir kennen es jetzt erst seit 1-2 Jahren, ist es hier auch bekannt und wir haben es schon seit einigen Jahren im Sortiment. Es ist ein ganz besonderes Magnesium, weil es kommt aus Holland, aus einer Mine. Es ist jetzt keine Mine, wie man sich das vorstellt, dass man damit so Wagen runterfährt, sondern da wurde ein Schacht oder ein Rohr 1600 Meter tief runtergetrieben. Und da unten ist eine versteinerte Magnesiumchloridblase in 1600 Meter Tiefe. Also völlig unberührt von den äußeren Umständen. Da kommt kein Gift von Chemtrails oder irgendwas ran, sondern es ist so tief sinkt auch kein Regenwasser. Richtig, genau. Es ist, und das Besondere ist, es ist absolut rein. Es ist wie so ein Bubble, sag ich mal. Reines versteinertes Magnesiumchlorid. Mhm. Und das ist die Firma, die das anbietet. Das ist die Firma Zechsal aus den Niederlanden, deren Produkte vertreiben wir. Sind mittlerweile richtig gute Freunde von uns auch geworden, die ganz tolle Leute, die da hinter der Firma stehen. Und war schon bestimmt 10-mal in Holland und auch in der Mine war ich schon. Da habe ich auch Fotos dabei, können wir uns gleich mal angucken. Und das Besondere ist, dass das Magnesium so rein ist, dass man nichts mehr machen muss. Also bei anderen Magnesiums, das kann man auch in Deutschland zum Beispiel fördern oder in England oder in Polen. Aber da wird dann meistens auch noch was anderes abgebaut. Kalium, Brom, Kupfer, irgendwelche anderen Stoffe aus der Erde. Und das Magnesium wird dann technisch oder chemisch wird das abgetrennt. Und muss mehrfach gereinigt werden. Und auch dieses Magnesium, das ist auch ein Rechtsstreit. Und zwar ist das so rein, dass man es eigentlich auch als Lebensmittel benutzen könnte. Darf man aber auch nicht, weil es gibt eine Vorschrift, Magnesium für den Pharma- oder Lebensmittelbereich muss mehrfach gereinigt werden. Und da streiten wir uns auch schon die ganze Zeit mit der lieben EU rum, dass wir das eben nicht möchten. Wir möchten das auch als Lebensmittel vertreiben. Dürfen wir aber nicht, weil es nicht gereinigt ist. Weil es von Natur aus schon so rein ist. Und wenn wir es dann technisch oder chemisch reinigen, ist das ganze Besondere eben wieder flöten gegangen. Ne? Die Menschen meinen, sie wüssten die Dinge besser wie die Natur. Ja. Und wo das hinführt, das erleben wir ja auch ständig, liebe Zuschauer, wenn wir uns unsere Natur anschauen. Bei uns geht es immer nur um den Profit und um die Durchsetzung von den Dingen, die die Lobbyisten haben wollen. Deswegen stelle ich so Sachen in meiner Sendung vor, wo es das noch gibt, wo wir uns auf die Natur verlassen können und gemeinsam mit der Natur arbeiten. Denn wir sind ein Stück der Natur, das scheinen die Herren in ihren schwarzen oder roten Roben immer mal wieder zu vergessen. Und vielleicht, dass auch sie Kinder haben, dass wir alle auf einer Welt leben, aber das kommt irgendwann zurück. Magnesium hört sich alles toll an. Jetzt haben wir hier aber zwei Dinge. Einmal ganz groß, einmal in mittlerer Größe, einmal in einem Sprüher drin. Dann sehe ich hier noch eine Tube und hier noch eine Tube.
Was ist in diesen Dingen? Das ist ein Öl, wenn ich es richtig sehe. Was ist das? Was macht man damit? Ja, kann ich gerne erklären. Wie gesagt, also es wird Trinkwasser 1600 Meter tief durch den Schacht in die Erde gepumpt. Das Magnesiumchlorid, das Versteinerte, wird auch Bischofit genannt, wenn das in der Naturform so versteinert ist. Das löst sich und durch den Druck wird das über ein anderes Rohr wieder nach oben gepresst. Und dann kommt das schon in dieser Form als Magnesiumöl, nennt man das, kommt das ans Tageslicht. Wird dann abgefüllt schon im Fläschchen und das war's schon. Das nennt sich Öl, weil es eine sehr ölige Konsistenz hat. Aber es ist nur Wasser, Magnesiumsalz und das war's. Einfach gelöst. Und das gelöst. Dann, also es fühlt sich ist auch, wenn man es so auf die Hand sprüht. Ich nutze genau. es selbst, deswegen weiß ich das. Wenn jemand viel powert, kann ich meine Erfahrung dazu sagen. Also ich bin jemand, der immer Vollgas durchs Leben marschiert. Und ich merke manchmal, wenn ich sehr in Action bin, verbraucht es anscheinend mein Körper sehr stark. Ja. Eines der klassischen Anzeichen für einen Mangel von Magnesium ist Jucken an den Waden. So beginnt es. Und wenn man dann nicht achtsam ist und überlegt, was habe ich jetzt da und nicht irgendeine Creme aus der Drogerie draufschmiert, um zu denken, ja, ich habe trockene Haut, dann kann das auch in Krämpfen, das heißt, wenn Sie morgens aufwachen und haben Wadenkrämpfe, dann ist schon die Alarmstufe 2 erreicht, dann krampft der Körper, weil er zu wenig Magnesium hat. Also das ist dann schon, wie gesagt, Alarmstufe Rot. Dann sollten Sie zum Beispiel, und als ich das gesehen habe, so sind wir übrigens ins Gespräch gekommen. Richtig, was mich. Ist das hier nicht? Ah, okay. Ich tue mich mittlerweile morgens und abends, streiche ich meine Waden mit diesem Öl ein und muss sagen, seit der Zeit jucken sie nicht mehr. Und ich habe immer den Eindruck, Magnesium ist wie so ein Nervenmittel. Ja. Es beruhigt mich. Ich gehe nicht mehr so schnell in die höheren Oktaven meiner Gefühlsausbrüche, sondern es macht mich ruhig, es hält mich im Ausgleich, auch sowas, was gut die Mitte findet. Ja, also, Magnesium ist ein unheimlich wichtiges Mineral für unseren Körper. Die Problematik ist, wir essen sehr kalziumreich, also Milchprodukte, Käse, Joghurt. Und Kalzium und Magnesium, die sind in einer Art Wechselwirkung. Auch Vitamin D3, also das Sonnenvitamin, die brauchen sich, ergänzen sich alle gegenseitig. Wie K2 und dann, genau. Früher war sehr viel Magnesium in unserer Nahrung. Die Böden waren reich an Mineralien, jetzt mit dieser riesigen Landwirtschaft und die Humuserde ist nur so eine dünne Schicht auf der Erde und die ist ausgelaugt. Also es sei denn, man kauft jetzt immer nur Demeter oder dergleichen richtig hochwertige Bioprodukte, dann hat man noch einen sehr hohen Mineralstoffgehalt in den Lebensmitteln, aber in den großen Massenprodukten ist nicht mehr so viel drin wie früher. Aber wir essen trotzdem einiges mehr Kalzium, also Milchprodukte, Joghurt. Und das Kalzium braucht das Magnesium. Das zieht es dann aus dem Körper raus und deswegen haben viele Menschen Magnesiummangel. Deutet sich Schlaflosigkeit, dieses Schütteln in den Beinen, Verspannungen, also Schmerzen im Genick, im Nacken. Das sind alles Indikatoren für Magnesiummangel und das kann man mit Magnesiumöl oder mit diesen Magnesiumflocken. In dem macht man da Fußbäder, deswegen auch hier die schöne Holzwanne. Oder Vollbäder kann man da sehr gut gegensteuern. Ich bin zum Beispiel jemand, ich bekomme Kopfschmerzen, wenn ich sehr gestresst bin oder das passiert öfters mal auf der Arbeit, weil viele Telefonate, viele E-Mails und dann bekomme ich und die ganze Zeit am Computer, ne, die blöde Haltung an der Tastatur, dann kriege ich hier so Verspannungen und dann geht das bei mir hier so rüber in den Kopf und dann nehme ich das Magnesium, sprühe mir das hier drauf, reibe das ein und man muss es selber ausprobiert haben. Man merkt es recht schnell, eigentlich fast im direkten Anschluss, wie sowas aufgeht und Krämpfe und dergleichen, also Fremdwort für mich. Also wie gesagt, als Öl verfügbar, als Creme sehe ich hier, ist es verfügbar? Ja, das ist jetzt ein besonderes, das ist Pure also, Magnesium Power. Es zieht halt sehr schnell ein. Man sprüht das drauf und rucki zucki, es wird dann erst ölig und dann wird es trocken und dann hat die Firma Zechsal ein Magnesium-Gel entwickelt, das Stärke dabei ist und Kartoffelstärke. Dass man damit schöne Muskelmassagen machen kann. Also es zieht nicht sofort ein, es ist schön glitschig und da kann man richtig schöne Massagen machen, den Partner massieren oder selber die Muskeln, wenn man Sportler ist. Und dann mit den Jahren haben die Produkte immer weiterentwickelt und das Schwarze ist jetzt im Magnesium Sport. Da ist MSM da drin. Ich kenne vielleicht auch einige MSM Zuschauer von dir, bekannt. Der Schwefel. Ja. Wunderbar für Gelenke, solche Geschichten, wenn man Schmerzen hat oder Gelenkschwierigkeiten hat, dann hat man quasi eine Kombination von Magnesium und MSM, das man dann auf der Haut aufträgt.
Und das Ganze kann man auch im Bad oder Fußbad machen. Man kann es auch mit Natron kombinieren. Also die meisten Kunden von uns, die kombinieren das, machen ein Magnesium-Vollbad. Da schüttet man 1 Kilogramm von diesen Flocken in die Badewanne, badet so lange man drin, wie man möchte. Ich rate immer, fangt vorsichtig an. Nicht gleich eine Stunde rein und 100 Kilogramm Magnesium, sondern lieber erst mal ein halbes Kilo, 20 Minuten. Und so kann man sich langsam hochsteigern. Also ich bade mittlerweile so mit 3 Kilogramm und liege da auch eine Stunde drin. Danach komme ich raus, schaffe ich es gerade so ins Wohnzimmer auf die Couch, sage, oh toll, Magnesiumbad und tiefenentspannt und bin schon am Schlafen. Das ist aber das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Und da sage ich den Menschen auch immer, wir hören das immer, ja, ich fahre jetzt mal übers Wochenende in Urlaub. Und dann sitzen sie im Flieger und fliegen irgendwo, was weiß ich, Mallorca, Teneriffa oder sonst irgendwo hin, haben ein Wochenend-Hotel, Hotelessen, Stress, Diskothek, feiern, Alkohol trinken und denken dann, das wäre Urlaub. Im Gegenteil, das stresst ihren Körper mehr wie irgendwas. Ich sage den Menschen, wenn ihr Zeit habt, bleibt zu Hause, macht den Rollo runter, holt euch vielleicht in einer Videothek Filme, die ihr sehen wollt, über Themen, die ihr sehen wollt. Nehmt sowas wie Magnesium, macht Kerzen an, massiert euren Partner, liegt in die Badewanne, schlaft euch aus, esst besonders gut. Wenn ich dann am Montag früh aufwache, dann hatte ich ein Urlaubsfeeling. Das waren dann 2, vielleicht 2,5 Tage Vollentspannung. Und das kann man mit solchen Dingen tun, wie mit dem Magnesium. Aber wie gesagt, immer langsam dran gewöhnen. Ich erzähle es auch den Zuschauern. Ich tue das kombinieren mit Himalaya-Salz, das Thema. Oder dann kenne ich auch noch Basenpulver, genau, Natron ja, was man dazu man tun kann. Genau, das ist auch ganz wichtig, entgiften. Und wie gesagt, ich tue auch immer noch meinen Körper vorher mit Sesamöl einreiben. Voraussetzung, Sesamöl entfernt den Talg aus den Poren. Ich lasse das 20 Minuten einwirken, bevor ich in die Wanne gehe. Und wir wissen, der Körper hat auch fettlösliche Schadstoffe in sich. Alle Schwermetalle sind in der Masse fettlöslich. Was hat es für einen Vorteil? Mit Wasser kannst du kein Fett lösen. Das geht nun mal nicht. Also dieses Öl aber dazu dann in der Wanne. Erstens mal kriegst du wahnsinnige Haut. Unfassbar. Babypopo, sag ich ja. Genau. Und die Frauen bewundern das immer, wenn sie mich anfassen bei irgendwelchen Gelegenheiten. Dann sage ich, du zarte Haut. Dann sage ich, ja, es ist nur durchs basische Baden oder durchs Magnesiumbaden. Und das reinigt auch den ganzen Körper und holt die Menge von Schadstoffen raus. Wir können ja nicht mehr ausweichen. Keiner kann durch die Welt laufen, ohne zu atmen. Und wenn Sie heute in einer Stadt leben und stehen 3 Minuten an einer Ampelkreuzung und atmen ein, wenn da die Autos quer rüber und überfahren, dann haben sie mehr Schadstoffe im Körper wie jemand, der, was weiß ich, in Australien im Outback lebt und 10 Jahre atmet, weil ist nun mal so. Also müssen wir auch entsprechende Maßnahmen ergreifen, um unseren Körper wieder von dem Dreck zu befreien. Dazu gehört ausreichend Wasser trinken und dann solche Dinge, die der Joshua uns heute vorstellt. Einmal das Thema Durchbaden, und Baden ist eine wunderschön entspannende Geschichte. Auf der anderen Seite den Tee dazu zu trinken, dass wir wieder in Ausgleich kommen. Wenn wir solche Dinge machen, dann entsteht Lebensfreude und Lebensqualität. Wir fassen nochmal zusammen, Joshua. Es gibt 3 verschiedene Größen von Öl. Einmal in einer Sprühflasche, einmal, glaube ich, in einer Halbliterflasche und einer Literflasche. 2 verschiedene Cremes gibt es. Einmal mit MSN, einmal als Massagegel und dann in verschiedenen Größen. Das ist wahrscheinlich 5 Kilo hier, das große. Das sind 4 Kilo, genau. Also es ist so, dass für mich persönlich ist das Öl das Wertvollere, weil es ist das originale Naturprodukt. Ja. Es kommt aus der Tiefe der Erde, ist technisch nicht verarbeitet worden. Die Flocken entstehen dadurch, dass man das Öl kurzzeitig erhitzt, das Wasser verdampft und dann bleibt wieder das versteinerte Magnesiumchlorid übrig. Ist auch sehr gut, aber ja, die ganze tolle Information, die Schwingung, wenn man sich mit Wasser und Salz ein bisschen beschäftigt hat, weiß man darüber Bescheid, die ist halt hier noch drin, aus 1600 Meter Tiefe. Ja. Hier sind sie nicht mehr so drin. Ist immer noch auch ein ganz tolles Produkt. Das empfehle ich halt dann für die Badewanne, weil man müsste literweise Öl reinschütten in die Badewanne, damit man diesen Effekt hat. Geht dann mit den Flocken praktischer. Für die direkte Verwendung, gerade hier so draufsprühen, auf den Nacken, auf die Schulter, ja, auf die Waden, auf den Oberschenkel. Erstklassig. Und gibt es Nebenwirkungen? Nee, sind mir keine bekannt, außer dass man halt entspannt ist. Ja, also auch, sage ich mal, das klassische Thema, wir hören das ja immer, hyperaktive Kinder oder so weiter. Sehr super. Ja, ich sage auch, nehmen Sie solche Dinge, reiben Sie Ihr Kind. Magnesiummangel. Ja, genau, wenn es abends nach dem Tag ins Bett geht, reiben Sie ihm
den Körper, Rücken, Brust mit dem Magnesiumöl ein. Und Sie werden feststellen, das ist übrigens was, was mir eine Frau mitgeteilt hat, die das übrigens bei dir gekauft hat. Die rief mich vor kurzem an. Sie hat einen sensationellen Erfolg, hat auch so 3 Kinder. Und der mittlere ist jetzt 6 Jahre, ein absoluter Hippler, der dauernd austitscht und so weiter. Und seit sie das Öl verwendet, ist er wesentlich ruhiger geworden und sie hat den Zucker fast gegen null reduziert, hat mit Birkenzucker und anderen Dingen das ausgetauscht. Und auch Gummibärchen gibt es ja mittlerweile aus Fructose, glaube ich, nur noch, wo aber auch kein Zucker mehr drin ist, so viel. Also sie hat da sehr bewusst dran gearbeitet und es hat tolle Erfolge gegeben. Wir haben noch ein drittes Thema neben Thiago Lang und Magnesium. Pilze ist das Zauberwort. Pilze. Genau, das war eine Zufallsentdeckung. Also ich habe jetzt eigentlich nur so ein paar Basic-Produkte mitgebracht, die ich weiterempfehle. Das ist Jaugulan, Magnesium und eben ein Pilz, den ich da sehr gerne empfehle. Alles andere wäre sehr spezifisch. Also da braucht es ein gewisses Problemchen oder eine gewisse Krankheit, damit dieses Produkt das Richtige ist. Das sind so Basics, die kann eigentlich jeder gebrauchen. Und da habe ich den Cordyceps mitgebracht aus Slowenien. Und das war eine Zufallsentdeckung von mir. Ich war eigentlich beim Hersteller, der uns mit Öl beliefert in Slowenien, in der Nähe von Ljubljana, das ist die Hauptstadt von Slowenien. Und war dann 3 Tage da, habe dem auch auf die Finger geguckt, habe mir das alles angeschaut. Das ging da um Hanföl. Und nach dem 2. Tag wusste er nicht mehr großartig, mit mir was anzufangen. Und dann hat er gesagt, Joshua, interessierst du dich auch für Pilze? Sag ich, ja, klar. Er kennt da nämlich eine Bio-Pilzfarm, die ist ganz in der Nähe von Ljubljana. Das ist ein ehemaliger Freund von ihm. Ob ich die auch mal anschauen möchte. Und ich sage, ja, sehr gerne. Und dann sind wir da hingefahren. Ich habe dann eigentlich erwartet, es geht jetzt um Champignons oder sowas. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es um die Vitalpilze geht, die ich schon sehr gut kannte. Und dann sind wir da angekommen. Ja, und dann habe ich, das ist der Cordyceps in der Kultur. Den wir da auf dem Monitor jetzt genau, sehen. Das ist der chinesische Raupenpilz. Kommt ursprünglich aus Tibet, wächst aber auch, das wissen die wenigsten, gibt es auch in Slowenien, in den Bergen kann man den auch zum Beispiel finden. Also er ist jetzt nicht nur im Himalaya zu finden. Das ist der Dr. André Gregory, den habe ich dort kennengelernt. Ein super Typ, so in meinem Alter, hat Mykologie studiert in der Universität Ljubljana und hat dann über die Universität ein Austauschprogramm gehabt. Und da war er insgesamt fast über 10 Jahre in China. Die Chinesen sind nach Slowenien, er ist wieder nach China und haben dann zusammen quasi die Pilzsachen erforscht im pharmakologischen Bereich. Und als das Projekt abgeschlossen war, hat er natürlich unheimlich viel Fachwissen aus China mitgebracht. Das kann ich mir vorstellen. Genau, und hat dann mit EU-Fördergeldern eine Bio-Pilzfarm hochgezogen in Slowenien. Und die durfte ich da besuchen und dann habe ich mir seine Produkte angeschaut und auch wie er die herstellt und wie er die züchtet und was für ein toller Kerl er ist. Das ist jetzt der Cordyceps, der Wilde, ein echter. Den hat er dann quasi genommen und daraus kultiviert er dann den Cordyceps. Der Cordyceps, muss man wissen, das ist eine Art wie parasitärer Pilz. Der befällt Insekten und wächst dann da aus dem Kopf zum Beispiel raus. Da gibt es ganz furchtbare Fotos von Ameisen, denen so ein Pilz aus dem Kopf raus wächst. Und den Chinesen ist es aber vor 10 Jahren gelungen, den zu kultivieren auf so eine Art Substratlösung. Das besteht aus Sägespäne, bestimmte Aminosäuren und dergleichen. Und da können die den drauf wachsen lassen. Mit dem Vorteil, jetzt ist er auch für Vegetarier und Veganer geeignet, weil er braucht keinen, sag ich mal, lebendigen Kein Wirt mehr. Tierischen Träger. Genau, mehr. Genau. Das ist jetzt so eine, das ist der ursprüngliche Cordyceps, so wie er ausschaut. Und aus den Sporen hat er dann, das ist Reishi, hat er dann den Cordyceps kultiviert in so Schalen. Das ist so ein, muss man sich vorstellen, das war auch total interessant, ein Raum, riesengroß, da wächst er und ist total steril, da darf nichts anderes rankommen. Also ich musste mich wie ein Astronaut anziehen. Alles wurde zugemacht und dann erst durften wir in den Raum reingehen und das angucken. Und und das war hochinteressant. Und der Cordyceps ist ein Pilz, der wirkt sehr vielfältig und steht auch auf der Dopingliste mittlerweile, weil die Chinesen damit sehr viel gedopt haben bei den Olympischen Spielen. Die haben die Sportler mit der Natur so fit gemacht, dass die Natur verboten wird. Wieder. Genau. Naja, ist ja auch wieder super. Dann machen wir das lieber mit Chemie. Dann haben wir das gleiche Problem wie in Russland im Moment. Wir sehen und hören Cordyceps, ein Pilz. Was gibt es für Rückmeldungen oder was sagt eine Literatur darüber? Wo sind die Wirksamkeiten von diesem Pilz? Die Wirksamkeiten, er ist ein wirklicher, ich sag mal, ein Herbal Energy Pilz. Er wirkt unheimlich belebend. Also gerade wenn man
müde ist, Burnout hat, schwach ist oder man ist Leistungssportler und möchte noch an seine Grenzen rankommen oder man hat so bestimmte Tiefpunkte. Also Konzentrationsschwäche, Überarbeitung, richtig. Alle diese Dinge. Also, Mensch, du hast Zivilisationskrankheiten. Ja, danke schön. Wenn ich mir das jetzt zusammen gucke, ich trinke den Tee, ich verwende das Magnesiumöl und je nach körperlichem Zustand, wir haben jetzt den Cordyceps gerade gehabt, dass ich abgespannt bin und gestresst. Also dann haben wir unser drittes Urlaubsthema jetzt, den Cordyceps, den wir dann noch zubereiten. Wie nimmt man ihn zu sich? Wird er trocken gegessen? Wird er in Salat gemischt? Ja, also der Pilz wird getrocknet. Und zwar ganz vorsichtig, damit die ganzen Wirkstoffe enthalten bleiben. Und dann wird er gemahlen, dann haben wir ein Pulver. Und das Pulver kann man überall einrühren, Joghurt, in seinen Smoothie. Ich würde ihn nur nicht erhitzen, weil dann macht man die Wirkstoffe kaputt. Wir haben ihn auch in Kapseln da, das sind die Produkte hier vorne. Ich muss jetzt gerade mal aufstehen, nur einmal zum Zeigen. So schaut es aus, das ist die Firma Goba aus Slowenien. Das Produkt nennt sich Cordifit, also Cordyceps und Fit, macht Sinn, ne? Und also man sollte ihn auch nicht zu lange nehmen, weil er boostet alles. Also Immunsystem, die geistliche Stärke. Und wenn man, das ist wie beim Auto, wenn man da Kerosin reinfährt, schüttet, es fährt ein paar Minuten. Geht er ab wie die Post, ja. Ja, aber nach 5 Kilometern macht. Und genauso ist es beim Körper auch. Also nicht zu lange nehmen, nicht zu viel nehmen, sondern gezielt einsetzen. Und dann, gerade wenn man Prüfungen hat oder Fahrschule, Prüfungen, schulisch oder man hat viel Stress auf der Arbeit oder es gibt bestimmte Herausforderungen. Also ich kenne es schon von Kindheit an von meiner Mutter. Immer wenn irgendwas war, hat sie mir erstmal 2 Cordyceps-Kapseln damals immer reingeschoben. Und es ist verblüffend. Die Angst legt sich. Man ist einfach gedopt, kann man so sagen. Aber auch da immer achtsam, die Natur hat auch immer ihre Mengenverhältnisse, deswegen wachsen Bäume nicht 500 Meter hoch, sondern die wissen genau, wo Schluss ist und wo sie sich noch selbst stabilisieren können. So ist es auch damit. Genau. Eine empfohlene Dosierung ist bestimmt aufgedruckt. Ja, ist aufgedruckt, wobei man muss die auch immer ein bisschen, also der Gesetzgeber gibt vor, dass man Verzehrempfehlungen vorgibt, aber für uns als Hersteller ist es jetzt sehr schwer zu sagen, ich weiß ja nicht, wer das Produkt nimmt. Ist das ein 150 Kilo Bodybuilder oder ist das eine 50 Kilo zierliche Dame? Ja. Also sind diese Verzehrempfehlungen immer, die kann man eigentlich noch für sich persönlich nach oben oder nach unten korrigieren. Also entsprechend, ich sag mal so 1-2 Gramm, 3 Gramm Cordyceps sind super. Hängt aber davon ab, wie feinfühlig ist man, wie groß und schwer. Also auch dort ich würde 3 nehmen. Ja, eine kleine mit möglichst mal wenig beginnen. Selber rausfinden. Genau, festzustellen, wie reagiert mein Körper und wie lange sollte man es nehmen? Monat also, mal? Oder ja, man kann das so 2, 3, 4 Wochen nehmen und dann würde ich das pausieren. Auch so 1, 2, 3 Wochen, je nachdem, wie man es vorher eingesetzt hat, wieder pausieren. Einfach, dass der Körper sich Körper wieder, auch so dass er wieder in seine Balance kommt, dass man wieder in der Mitte ist, weil man hat sich sehr hoch getaktet. Und wenn man das die ganze Zeit anhält, dann fällt man halt irgendwann wieder runter. Und das ist eben das, was wir vermeiden möchten. Also sich einmal pushen ist super, über mehrere Wochen auch und danach runterkommen. Wir wollten jetzt noch über den Reishi-Pilz sprechen, aber vor lauter Begeisterung vor den ganzen Produkten. Ich komme gern wieder, Norbert. Ja, rennt unsere Sendung dem Ende entgegen. Also ich kann nur sagen, es war für mich wieder eine Bereicherung, den Joshua van Dijk hier in der Sendung zu haben mit diesen tollen Informationen. Sie haben immer gesehen, eingeblendete Telefonnummer und eingeblendete Website. Wenn Sie Informationen haben wollen oder die Produkte bestellen wollen, können Sie diese beiden Adressen verwenden. Haben Sie irgendwas nicht mitbekommen oder Sie haben noch eine Frage, wählen Sie die bekannten Rufnummern unserer Redaktion. Wenn wir Ihnen helfen können, tun wir das natürlich gerne. Joshua, ich sage vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken, Norbert. Für tolle Produkte, für tolle Informationen für unsere Zuschauer. Alles, alles Gute dem Unternehmen weiterhin. Danke. Und natürlich beste Gesundheit. Dir auch, das Gleiche. Und Ihnen, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten wieder eine interessante Stunde bei Time to Do. Mir bleibt nur noch zu sagen, einen schönen Tag, eine gute Nacht und traumhafte Träume. Bis dahin. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.